Natürlich müssen die Themen mit allen im synodalen Weg besprochen werden. Ich fahre mit einer wirklichen Erleichterung nach Hause, weil wir Themen benannt haben und niemand sagen kann, er hätte davon nichts gehört oder er hätte sich nicht äußern können. Ich fahre aber auch mit einer gewissen Sorge nach Hause, weil ich nicht abschätzen kann, welche Dynamik dieser begonnene Dialog mit den synodalen Prozessen nun künftig entfalten wird. Ich habe gestern Morgen bei der Relatio zur Eröffnung des gemeinsamen Gesprächs noch einmal deutlich gemacht, unter welchem Druck wir in Deutschland stehen, weil der Auslöser 2018 die Veröffentlichung der MHG-Studie war und Glaubwürdigkeit und Vertrauen weitgehend verloren sind in die Leitung der Kirche, in die Amtsführung der Bischöfe, in den Klerus. Der Druck besteht darin, dass das Gottesvolk uns sozusagen die Autorität, die wir hierarchisch haben, zurückgeben muss. Reform der Kirche, nicht in der Kirche, das ist genauso gemeint. Also das war eine Ansage, dass der Eindruck entsteht, in den Texten des synodalen Weges wird eine andere Kirche beschrieben und nicht eine Kirche, die sich verändert. Die erste Frage ist, was ist Rolle und Stellung der Frau in der katholischen Kirche, auch hinsichtlich Entscheidungen und Aufnahme in sakramentale Amt? Dann würde ich mal sagen, das wäre für mich ein Beispiel, wo es am meisten drängt. Denn wir spüren, also das wissen wir ja immer schon, die Frauen haben die Kirche getragen und tragen sie. Aber da ist die Ungeduld am größten, dass viele junge Frauen sagen, eine Kirche, die das von sich weist, kann nicht meine Kirche auf Dauer sein.